Ich bin Heinz-Rudolf Kunze. Ich wurde 1956 in einem Flüchtlingslager in Espekamp geboren. Wir stammen aus dem Osten, sind dann nach Westen gegangen und dort oft umgezogen. Und das bedeutete für mich, dass ich öfter der Fremde und der Neue war. Eine meiner wichtigsten Erinnerungen ist, dass ich irgendwann in Osnabrück hängen bleiben durfte. Und insofern ist Osnabrück doch diejenige Stadt in Deutschland, die dem Begriff Heimat bei mir noch am nächsten kommt. Eine richtige habe ich nicht. Also ich bin irgendwie ein nordostdeutscher Mensch. Meinen Eltern bin ich dankbar dafür, dass sie als typisches kleinbürgerliches Lehrerehepaar meine Neigung zu Worten und Tönen früh erkannt haben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch gefördert haben. Ich bin ein normaler Zeitgenosse und mache mir Gedanken, was in Deutschland und der Welt passiert. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Wir sind die Menschen, die offen sind für die Welt. Nicht offen wie ein Scheunentor, das wäre unklug und würde hier zu einem Bürgerkrieg führen, sondern offen im Sinne von neugierig und gastfreundlich, weil auch wir überall, wo wir nicht zu Hause sind, Gäste sind und uns dementsprechend zu benehmen haben. Wir sind die Menschen, die sich Sorgen machen um die Zukunft, aber auch um die Gegenwart. Denn wir haben schon genug Hysterien, Panikmachen und Aufregungsmoden miterlebt. Die 68er, Nachrüstung, Waldsterben, Atomfurcht. Wir sind weder Moralpächter und Correctness-Klugscheißer, noch rechtsdrehende Ratten für die diesbezüglichen Fänger. Wir sind die Bewohner dieser schönen Gegend. Wir sind die Bürger. Wir sind die Menschen. Das Buch heißt, wenn man vom Teufel spricht. Ich weiß gar nicht genau warum. Die Formulierung ist mir eingefallen und sie gefiel mir unglaublich gut. Und wenn man vom Teufel spricht, ist das Rettende nicht weit.